Um den Text sollte sie sich keine Sorgen machen, denn was jetzt zählt, ist nur ihre Stimme. There's a song that's inside of my soul, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my Dankeschön. Alter Schwede, wir werden hier weggepustet. Ich bin total beeindruckt. Du klingst ja wie 200 Jahre Ausbildung am Musical-Theater. Das ist ja verrückt. Und ich muss ehrlich mit dir sein. Ich habe Angst gehabt, mich umzudrehen, weil ich gedacht habe, ich kann dir nichts beibringen. Aber ich habe Vocal Coaches, die können dir was beibringen. Lena wollte eigentlich sagen, dass sie sich wünschen würde, dass du in ihr Team kommst und hat dabei ganz vergessen, halt eben zu fragen, wie du eigentlich heißt. Ich heiße Marie. Hallo Marie. Hallo Marie. Hi. Und wie alt bist du? Ich bin 11. Wahnsinn. Sag mal, und wieso hast du dir ausgerechnet den Song ausgesucht? Das ist ja schon eine harte Nummer, muss ich sagen. Ja, also ich wollte einfach mal eine Herausforderung haben. Was ist denn mit dir los? Ich fasse es nicht. Ich dreh durch. Den Spruch muss ich mir merken, das ist gut. Unfassbar. Oh Gott. Also du musst auf jeden Fall Gesangsprofi werden und da gibt's nur einen, der hier in der Runde dir helfen kann. Das ist Henning Wieland. Das denkt er. Ja, warte. Also ich weiß eigentlich nicht, wo ich anfangen soll, weil es einfach so unfassbar gut war, dass ich weiß nicht, was noch kommen soll. Ja, Tim kommt jetzt wieder mit dem Argument, und du weißt ja, dass ich mich als erstes umgedreht habe. Und, warte. Oh. Ja. Du weißt ja, ich habe mich als erstes umgedreht und wurde sofort bestätigt, also wie du da stehst und das singst. Wir sind einfach auf einer Wellenlänge. So, und jetzt entscheiden. Ja, warte doch mal, ich bin noch nicht ganz fertig. Du musst in mein Team, ich werde einfach sterben, wenn du nicht in mein Team kommst. Oh Gott, dann geh zu Tim. Redet ruhig weiter, redet euch um Kopf und Kragen. Lass dein Herz entscheiden. Ich nehme Henning. Yeah! Come on! Vielen Dank für dein Vertrauen. Ah! Ich dreh durch! Come on! Sag mal, dass sich alle drei Coaches umgedreht haben. Ich hab erstmal gedacht, oh mein Gott, jetzt dreht sich einer um. Das ist schon okay. Und dann haben sich alle drei umgedreht. Ich war so geflasht. Ich habe fast angefangen,
zu heulen, aber ich habe es dann doch noch geschafft, dass kein Trainer untergekommen ist. Und ja.